Hallo meine lieben Freunde, und ich begrüße euch zu einem kleinen wichtigen Ankündigungsvideo. Und zwar seit heute bzw. seit Montag, den 15.09.2014, hat für mich die Schule wieder angefangen. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so schlimm, wirkt sich aber trotzdem auf die Let's Plays aus, weil das ist nicht nur irgendeine Klasse, in der ich jetzt bin. Das ist jetzt die 10. Klasse. Und da ich auf einer Realschule bin, ist es jetzt die finale Klasse. Das bedeutet, ich muss mich da so gut anstrengen wie möglich und gucken, dass ich wirklich das Beste vom Besten raushole. Deswegen habe ich jetzt eine gute und gleichzeitig auch eine schlechte Nachricht. Die gute ist, ich habe ja so einen Kanal namens Margins Vlogs. Dort werde ich vielleicht jetzt auch ab und zu häufiger ein Video machen. Aber das sind eher kleinere Videos und die sind halt mal von dem einen Thema zum anderen Thema. Vielleicht mal wieder ein Punching Ball Video, vielleicht ja mal ein Smalltalk oder so. Also irgendwas halt. Das heißt, guckt am besten unter dem Kanal Margins Vlogs vorbei. Ich verlinke das in der Beschreibung. Und guckt doch dort einfach mal die Videos an, die ich im Laufe der Zeit vielleicht mal hochlade. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, die Let's Plays werden sich drastisch einschränken. Da Godzilla Unleashed meistens 1,5 Stunden dauert, kann ich das unter der Woche einfach nicht bringen. Das heißt, wenn überhaupt, kommt Godzilla am Freitag, am Samstag oder am Sonntag. Vielleicht kommen zwei Parts, aber wahrscheinlich eher immer nur eine pro Wochenende. Tut mir leid, ich kann es nicht anders machen. Und an dem ganzen Stress, den ich auf jeden Fall haben werde, kann es auch gar nicht anders packen. Bully habe ich gedacht, kommt unter der Woche, aber wahrscheinlich auch nur zwei bis drei Parts. Passt aber eh, denn Bully die Ehrenrunde wird wahrscheinlich eh länger dauern wie Godzilla. Und ist es ja auch nicht schlimm. So viel dazu. Das einzige Positive, was ich dazu noch sagen kann: Wenn mal wieder Ferien sind, dann geht's weiter wie gehabt, also zwei Parts Bully, dann wieder ein Part Godzilla. Kann aber auch sein, dass ich das Ganze umdrehe. Ein Part Godzilla, dann ein Part Bully, dann ein Part Godzilla wieder und so weiter und so fort. Aber trotzdem, es wird auf jeden Fall nicht wirklich jeden Tag was kommen. Es wird wahrscheinlich kaum noch was kommen. Und da wünsche ich mir halt, dass ihr einfach trotzdem am Ball bleibt und dass ihr halt das versteht. Es kommt vielleicht auch gut, denn vielleicht zieht nicht jeder sofort meine Videos, also jeder Abonnent. Und dann hat das ihrer gut bei normalen bisschen Aufholzeit hat. Aber trotzdem, angesichts meiner momentanen Situation, kann ich das euch leider gar nicht anders servieren. Schade ist aber jetzt so. Und es bleibt auch so wahrscheinlich das ganze Jahr über, beziehungsweise bis Juli nächsten Jahres. Dann ist die Schule wieder fertig. Und ja, dann gucke ich halt mal. Vielleicht tut es mir auch selber ein bisschen gut, nicht andauernd nur vor dem Computer zu hocken und über 1,5 Stunden aufzunehmen und vielleicht auch stattdessen mal rauszugehen oder so. Jedenfalls, für den Fall, dass ihr Abwechslung sucht, guckt auf meinen Kanal Martians Vlogs vorbei. Und dann guckt euch meine ganz alten Videos noch an, auch wenn die schrecklich wie sonst was sind. Und ansonsten wünsche ich mir halt, dass ihr die nötige Geduld habt. Und vielen Dank fürs Zuhören, euer Verständnis. Und ich hoffe, es wird niemanden stören. Also, danke.